Der Name tönt irgendwie barmherzig. Wasserspender. Die freundlichen Säulen aus Plastik, die stehen häufig dort, wo es viele Leute hat, wo es heiss werden kann und wo man warten muss. Und sie spenden Erfrischung. Menge würde allerdings auf die Erfrischung verzichten, wenn er wüsste, was da mit dem Wasser manchmal alles rauskommt. Überall stehen sie, in Banken, Reisebüros und Kleiderfilialen. Als Service am Kunden verstehen die Geschäfte diese Wasserspender. Sehr fein, erfrischend, doch gut bei der Wärme. Die Firma Eden ist Marktführerin in Europa. 25.000 Kunden beliefert die Firma allein in der Schweiz. Rund 1 Million Gallonen Wasser, das Stück für rund 15 Franken, werden von weit her per Lastwagen angeliefert. Für Hygieneservice, Wartung und Nachschub ist die Herstellerfirma auch gleich selber besorgt und schließt Wartungsverträge ab. Viele Läden in der Schweiz sind auf diesen Trend aufgesprungen. Doch wie sauber ist dieses Wasser? Kassensturz möchte es genau wissen und machte Stichproben bei Wasserspendern in Warenhäusern, Banken und Apotheken in mehreren Städten. Die Probeentnahme verläuft überall gleich. Von jedem Wasserspender nehmen Kassensturzreporter 2 Becher und leeren das Wasser in eine sterile Flasche. Dann bringt Kassensturz die gekühlten Wasserproben ins Labor. Die Laborantin verdünnt und untersucht die Wasserproben im sogenannten Gussplattenverfahren. Nach 3 Tagen im 30 Grad warmen Brutschrank zählt sie die koloniebildenden Einheiten aerober mesophiler Keime. Diese Keime sind ein Gradmesser für die Hygiene in Lebensmitteln und Getränken. Das Problem? Die Schweizerische Hygieneverordnung legt nur gesetzliche Höchstwerte für Leitungswasser fest. Im Hahnenwasser, also im Verteilnetz, dürfen es maximal 300 Einheiten aerober mesophiler Keime pro Milliliter sein. Fürs Trinkwasser in abgefüllten Behältern gibt es jedoch weder Toleranz noch Grenzwerte. Eine hohe Keimbelastung deutet auf schlechte Hygienebedingungen hin, stellt aber kein Gesundheitsrisiko dar. Die Resultate der Untersuchung. Am wenigsten Keime fand das Labor bei Schild in Aarau mit 810 Einheiten im Wasserspender des Herstellers Aqua. Wenig Keime auch in den Wasserspendern der Bahnhofapotheke Bern, dem Permanence Medical Center, bei Götti und Niederer, bei Kooni Reisen und in der Interio. Werte zwischen 5.000 und rund 10.000 Keimen fand das Labor in diesen Läden. Über 14.000 aerobe mesophile Keime enthielten diese Wasserspender. Am meisten aerobe mesophile Keime fand das Labor in diesen Wasserspendern. Höchstwert bei Stauffacher Bücher in Bern, 50.000 Einheiten. Auch diese Probe ist gesundheitlich unbedenklich. Doch woher kommt diese Keimbelastung? Die Herstellerfirma Cristal Fontaine schreibt, der Wasserspender sei direkt im Sonnenlicht ausgesetzt, daher das schlechte Abschneiden. Sie hätten wegen dieses Problems bereits Kontakt mit ihrem Kunden aufgenommen. Beim Amt für Lebensmittelkontrolle Luzern betont Richard Schmid, aerobe mesophile Keime würden für Konsumentinnen und Konsumenten keine Gefahr darstellen. Doch er kritisiert hohe Keimbelastungen. Sie müssten nicht sein. Ganz spontan sage ich, ist entweder das Wasser schon lang da drin, es wird zu wenig benutzt als zusammen, oder die Behälter sind nicht gründlich gereinigt worden. Hier aus den Walliser Alpen stammt das Wasser der Firma Eden Springs. Seit 4 Jahren nutzt die Firma diese Quelle bei Dorina. An der Fassung darf das natürliche Mineralwasser nicht mehr als 100 aerobe mesophile Keime pro Milliliter aufweisen. Diese Qualität wird dauernd überwacht und eingehalten. Also hier sind die Keime noch nicht drin. Das heißt, es gibt dann eine natürliche Verkeimung auf dem Weg zum Konsument, wie bei vielen anderen Nahrungsmitteln. Diese Keimenzahl entspricht allerdings immer die Verordnung vom Bund. Die Branche richte sich nach der Verordnung des Bundes für Automatengetränke. Dort gilt ein Toleranzwert von 100.000 aeroben mesophilen Keimen pro Milliliter.
Der Vergleich von aufbereitetem Hahnenwasser mit natürlichem Mineralwasser sei unzulässig, sagt die Firma. 20 Millionen Liter Wasser verlassen das Werk jedes Jahr. Weitaus gravierender hingegen sind Krankheitserreger im Trinkwasser, wie die Pseudomonas aeruginosa Bakterien. Diese dürfen im Trinkwasser überhaupt nicht vorkommen, denn sie können gefährliche Infektionen verursachen. Erschreckend. Das Labor fand in 2 Kassensturzproben diese Krankheitserreger. Das verstößt gegen die Hygieneverordnung. Bei Kuoni-Reisen in Luzern wurden 3 Einheiten dieses Bakteriums entdeckt. Und sogar 400 Einheiten ergab der Kassensturztest im Wasserspender der Bahnhofapotheke in Bern. Für Kuoni sind die Wasserspender ein Dienst am Kunden. Die Verschmutzung mit Krankheitserregern sei inakzeptabel. Wir haben beim Lieferant sofort reklamiert, das neue Gerät ist bereits gebracht worden. Wir haben verlangt, dass das Gerät monatlich gereinigt und gewartet wird. Und gleichzeitig haben wir auch unsere Mitarbeiter nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wenn sie den Kanister auswechseln oder Becher aus der Schutzfolie nehmen, dass sie unbedingt auch nochmal die Hände gründlich waschen tun. Die Bahnhofapotheke Bern will sich zum Resultat nicht vor der Kamera äußern. In einer Stellungnahme schreibt sie Kassensturz: Wir bedauern es sehr, dass unser Wasserspenderlieferant keine ausreichende Hygiene gewährleistet hat. Und weiter: Wir haben den Wasserspender aufgrund des Tests sofort entfernt. Die Firma Waterpoint wurde im Frühjahr von Eden Springs übernommen. Eden erklärt die bakterielle Verschmutzung mit diesen noch nicht auswechselbaren Wassertanks des alten Herstellers. Wir tragen ganz klar die Verantwortung, respektive wir haben die Firma übernommen, integriert seit dem 1. April. Allerdings wäre das mit unseren Hygienemaßnahmen nicht passiert und das werden wir Schritt für Schritt jetzt einführen. Eden betont, bei den jüngsten Wasserspendermodellen werden sämtliche Teile beim Hygieneservice ausgetauscht, sterilisiert und vakuumverpackt wieder bereitgestellt. Die 200 bis 300 alten Wasserspender, die noch in den Geschäften stehen, will Eden möglichst bald ersetzen. Außer Konkurrenz haben wir noch einen Wasserspender beim Mannort Zürich getestet, der direkt an die Wasserleitung angeschlossen ist. Und der hat am wenigsten Keime gehabt von allen, die wir angeschaut haben. Spricht ein bisschen für sich, finde ich. Für den nächsten Kassensturz